Hallo meine lieben Fische und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern. Ich wünsche allen noch ein ganz schönes neues Jahr 2023. Ich hoffe, ihr konntet gut feiern mit euren Liebsten. Ich hoffe, dass eure Wünsche in diesem Jahr alle in Erfüllung gehen, dass ihr den Willen und die Kraft dazu auch habt, eure Ziele zu erreichen. Ja, meine lieben Fische, das ist euer erstes Monatsreading für das neue Jahr. Wir schauen uns an den Januar, dein Hauptthema. Was kommt, mit was musst du rechnen? Der Rat der Karten und wie immer, was liegt im Schatten? Was ist dir im Monat Januar nicht bewusst? Liebe Fische, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für alle passen. Das ist auch völlig in Ordnung. Biege nichts zurecht. Hör auf deine Intuition. Hör auf deine innere Stimme. Du wirst sofort merken, welche Botschaften für dich sind und welche nicht. Falls du einmal das Gefühl hast, du brauchst ein persönliches Reading, biete ich das auf meinem Etsy-Shop an. Link ist weiter unten. Als Information, das Pricing wird sich ab 1. Februar stark verändern, weil da meine Webseite erscheint und ich mehr die Richtung Selbstständigkeit ansteuere. Das heißt, wenn du es noch zu diesem Preis haben möchtest, ist es nur noch bis Ende Januar verfügbar. Ja, liebe Fische, aber dann fangen wir doch an. Was musst du wissen? Januar. Fische, bitte, Januar. Einklang. Du fühlst dich in deiner Mitte. Etwas fügt sich, so wie es muss, energetisch gesehen. Schön. Das kann eine Verbindung sein, das kann das Urvertrauen zu dir selber sein. Oder auch im Beruf, dass du die Balance findest. Also sehr gute Karte. Schauen wir mal weiter mit dem Tarot. Was ist dein Hauptthema, liebe Fische? Was ist dein Hauptthema? Dein Hauptthema, Fische? Achterkelche, ja. Irgendetwas einer Sache oder einer Person hast du den Rücken zugewandt oder zu, wie sagt man? Du weißt, was ich meine, du hast dich umgedreht. Du gehst in die andere Richtung und lässt etwas zurück. Irgendetwas lässt du zurück. Eine alte Gewohnheit, eine alte Einstellung, eine Person, die dir nicht gut tut, vielleicht sogar eine Beziehung. Oder deinen Arbeitgeber neue Wege gehen. Und zwar ein Weg, der sich gut anfühlt, der dich auch in die Balance bringt. Oh, schön, die Welt. Entschuldigt, bin etwas erkältet. Die Welt, ein Kreislauf schließt sich und ein neuer... Entschuldigt, ui, tut mir leid. Ein alter Kreislauf schließt sich und ein neuer öffnet sich. Sehr interessant. Schauen wir mal mit den kleinen Karten. Warum? Achterkelche. Ja. Abhängigkeiten, Kontrolle, Eifersucht, Betrügereien, vielleicht Affären, Drittprobleme. All das lässt du zurück. Du willst das nicht mehr. Vielleicht denkst du, ja, ich habe das ja schon länger zurückgelassen, aber jetzt lassen auch viele energetisch das zurück. Nicht nur im Kopf, sondern wirklich auch gefühlstechnisch. Schauen wir mal weiter. Was musst du wissen? Was könnte auf dich zukommen, liebe Fische? Was könnte auf dich zukommen? Was könnte auf dich zukommen? 5. Stäbe. Der Stern, Wassermann-Energie. Was könnte auf dich zukommen? Und ein Ritter der Stäbe. Es könnte sein, dass du es im Januar mit einem Wassermann zu tun haben wirst oder mit einem Feuerzeichen. Sehr stark Feuer. Der Tod. Skorpion könnte auch ein Thema sein. Aber alles steht unter Transformation. Etwas ändert sich. Oder du veränderst dich.
Wenn du in einer Beziehung bist, habt ihr die Chance, dass sich die ganze Beziehung transformieren kann. Irgendetwas will in die Transformation kommen. Der Stern, Wassermann-Energie. Auch sehr eine heilende Kraft, also Karte. Und auch eine Visionskarte. Du siehst etwas. Du hast etwas ganz klar vor Augen. Ein Wunsch, den du dir erfüllen möchtest. Aber ich sehe hier auch Konflikte. Oh mein Gott, entschuldige, ich muss schnell ein Glas Wasser trinken. So, jetzt. Ich hoffe, es geht. Fünfter Stäbe, Konflikte, Machtkämpfe. Vielleicht hast du das Gefühl, dass diese Vision oder dieser Wunsch nicht so leicht zu erreichen ist. Und dir ist eben bewusst, dass das, was hier ist, vielleicht etwas schwieriger ist zum Greifen. Dass du dafür kämpfen musst. Dass es nicht einfach so geschenkt kommt, sage ich jetzt mal. Auch beruflich gesehen musst du mit Konkurrenz rechnen, falls du dort etwas Neues angehen möchtest. Aber hier kommt etwas, Ritterstäbe, sehr schnell und plötzlich. Etwas stürmt hinein. Entweder ist es eine Person, die auf dich zukommt, jemand Neues, Leidenschaftliches, oder du wirst selber zum Ritter der Schwerter und du handelst. Du musst einfach aufpassen, Du musst einfach aufpassen, wenn du selber zum Ritter der Stäbe wirst, dass du darfst schnell handeln, aber bewusst. Nicht einfach in etwas hineinstürzen, ganz wichtig. Es kann aber sein, dass hier jemand kommt, der sehr anziehend auf dich wirkt. Schauen wir mal mit den kleinen Karten. Warum der Stern? Warum der Stern, Fische? Warum? Vierter Schwerter, Königin der Münzen. Ich habe auch das Gefühl, es war so wie eine Stagnation. Vielleicht auch im finanziellen Bereich hattest du das Gefühl, es geht nicht vorwärts. Aber jetzt ändert sich etwas. Du merkst es selber, dass jetzt das Jahr anders wird, 2023. Kann aber auch sein, dass du es mit jemandem zu tun hast, wo du momentan nicht viel Kontakt hast oder gar keinen Kontakt mehr hast oder so ein bisschen ein Auf und Ab ist. Könnte auch ein Erdzeichen sein oder ein Luftzeichen. Aber hier kommt dieser Konflikt. Warum dieser Konflikt? Oh, das Schicksalsrad. Vielleicht hast du mit jemandem eine Seelenbindung, sehe ich. Aber es ist nicht einfach. Es ist einfach nicht einfach. Vielleicht zu viel passiert, zu viel geschehen. Oder du hast einen Wunsch, deinen Seelenpartner zu treffen oder deine Berufung auszuleben. Aber es ist irgendwie nicht einfach. Es sind Hindernisse da. Ja, es braucht viel mehr Kompromisse, viel, viel mehr. Es braucht auch Umwege. Man muss bereit sein, auch Umwege zu gehen. Man darf nicht starrköpfig sein, niemand. Ganz wichtig, Bube der Kelche, Wasserenergie. Und die Mäßigkeit. Man muss bereit sein, auch Umwege zu gehen. Kompromisse einzugehen. Und wenn man diese nicht eingehen kann, oder dafür braucht es ja immer zwei, dann entstehen diese Konflikte. Warum Ritter der Stäbe? Auch wenn du Single bist und auf die Suche gehst, sehe ich hier, dass du unglaublich viele Kandidaten hast, die Interesse an dir haben. Unglaublich viele Möglichkeiten, auch beruflich gesehen. Werden sich extrem viele Türen für dich öffnen. Schauen wir mal genauer rein.
Wie geht's weiter? Drei der Schwerter. Ja, interessant. Krebsenergie. Der Wagen. Und die Mäßigkeit schon wieder. Du siehst zwar das Ziel, du weißt es, also du weißt, was du möchtest, aber du weißt noch nicht genau, wie du dorthin kommst. Weil ich bekomme auch stark rein, natürlich nicht für alle ganz wichtig, dass hier eine Person war oder ist und du siehst mit dieser Person so viel du siehst so viel Potenzial, du siehst so viele Möglichkeiten. Aber es sind nur Möglichkeiten. Wenn die andere Person das nicht sieht, dann nützt das wie nichts. Also weißt du, wie ich meine? Weil hier haben wir Enttäuschungen, das schwere Herz. Oder du hast Angst vor Enttäuschungen. Du hast Angst, dass diese Person nicht echt ist oder diese Chance nicht echt ist. Aber hier kommt etwas in Gang. Der Wagen. Vielleicht ist auch das Thema Umzug, Anstellungswechsel da. Oder Reisen. Aber hier kommt etwas in Gang. Ganz schnell. Entweder kommt jemand auf dich zu oder du springst über deinen Schatten und nimmst die Zügel in die Hand. Vielleicht gehst du auf diese Person zu und schlägst Kompromisse vor. Oder über einen Umweg gehst du auf diese Person zu. Kann auch jemand Neues sein. Die Mäßigkeit, Balance finden, eben diesen Mittelweg finden, diese Kompromisse eingehen. Entschuldigung. Weiß nicht, was heute los ist. Kompromisse eingehen, den Weg finden. Meistens auch ein Vorbote für Gespräche, falls du es mit jemandem zu tun hast. Schauen wir mal. Drei der Schwerter. Das, was hier auf deinem Herzen ist, diese Enttäuschung oder dieser Schmerz, der ist noch da. Auch wenn das vielleicht von der Vergangenheit ist, blockt es dich. Diese Schwere blockt dich extrem. Oh, könnte wirklich eine Vergangenheitsperson sein, muss aber nicht. Jemand, wo du eine starke Verbindung hast. Das Gericht. Hier ist eine starke Verbindung da. Oder es ist deine Berufung, die du ausleben möchtest. König der Schwerter, Luftenergie. Du könntest mit einem Luftzeichen zu tun haben. Ich habe aber auch das Gefühl, dass du extrem auch logisch überlegst, kopflastig. Was für Kompromisse sind auch möglich? Welche bin ich bereit einzugehen? Oder welche Umwege bin ich bereit zu gehen, damit ich mein Ziel erreichen kann. Schauen wir mal weiter. Was ist denn der Rat der Karten? Oh, der hohe Priester. Fokus auf Langfristigkeit, Loyalität. Etwas, was dich langfristig glücklich macht, nicht kurzfristig. Unbedingt Fokus auf das Echte. Was liegt im Schatten und ist dir nicht bewusst? Vier der Münzen, ja. Du hältst an etwas fest, was losgelassen werden möchte. Das ist dir nicht klar. An was hältst du fest, was vielleicht nicht mehr zu dir gehört? An irgendetwas. Das kann etwas ganz Kleines sein. An irgendetwas hältst du fest und drehst dich im Kreis und du merkst es aber nicht. Es ist
dir nicht bewusst. Das kann vielleicht eine Vorstellung sein, die vielleicht gar nicht mehr zu dir passt, weil du dich schon lange weiterentwickelt hast. Also überleg mal wirklich, an was hältst du fest, was nicht mehr zu dir gehört, was nicht mehr zu dir passt, was vielleicht früher zu dir gepasst hat, aber nicht mehr jetzt. Schauen wir mal mit den Orakelkarten. Nehmen wir noch eine Fische, bitte. Reiche Ernte. Also du wirst belohnt, wenn du auch bereit bist, Umwege zu gehen und auch erkennst, wo lohnt es sich festzuhalten und wo muss ich Dinge freigeben. Und ich meine jetzt auch vielleicht energetisch gesehen, das energetische Festhalten. Ja, meine lieben Fische, tut mir leid, dass ich da ein bisschen ins Mikro gehustet habe. Danke fürs Zuhören. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.